Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Wir sind noch ganz, ganz kurz vor den 300 Abonnenten. Es fehlen nur noch 5. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute die Duo-Anwärter-Cup spielen. Morgen wird es dann ein Solo-Plattform-Cup geben. Bei beiden ist jetzt wieder Preisgeld, so wie eben halt sonst auch immer die Cash-Cups. Allerdings, dass man jetzt auch Duo-Cash-Cups hat, was auf jeden Fall ganz nice ist. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an und heute haben wir einen neuen Skin. Und zwar den Gesandter-Skin. Dann dazu das Geheimkanal-Backpack. Dann haben wir als nächstes den Zero-Skin mit der Nullpunkt-Lackierung. Dann haben wir den Sandsturm-Skin. Hierbei kann man die Maske abnehmen und dann noch Maske und Kapuze abnehmen. Dazu dann auch natürlich die männliche Version. Einmal ohne Maske und ohne Maske und Kapuze. Genau das gleiche wie da. Dann gibt es dazu die Emblem-Lackierung und den Kono-Contrail. Dann haben wir die Gaunerin wieder im Shop. War glaube ich schon relativ lange nicht mehr drin. Dann Arktis-Assassinen. Den Fingerwedler. Dann haben wir eine reaktive Lackierung, ich glaube, die ist auch neu. Hatte ich, glaube ich, gestern in den Leaks gesehen, weiß ja auch nicht ganz genau. Ich habe die zumindest auch nicht im Shop gesehen, deshalb ist sie wahrscheinlich neu. Steht ja immer nicht bei, wenn eine von diesen roten Markierungen steht, steht ja nicht bei, ob es auch noch neu ist. Aber ich gehe mal davon aus. Hier hat man wieder einen Waffeneffekt. Beim Schießen leuchtet das einfach so ein bisschen auf. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Vor allem so Gold gehalten. Definitiv ganz gut. Dann haben wir den Signature-Schaffe noch. Und als letztes den Deckeltritt-Emote. Hier aber gibt es natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er den fällt. Normalerweise fällt der eigentlich nicht so häufig. Jetzt hat er mal richtig das Ganze gemacht. Dann haben wir auf jeden Fall noch den besonderen Angebote-Shop. Einmal mit dem neuen Schneider-Skin, der war gestern schon nach dem Update drin, war das einzige Outfit, was da neu drin war, deshalb habe ich nicht nochmal extra ein Shop-Video gemacht. Das Ganze ist reaktiv und zwar zeigt das besondere Lichtmuster abhängig von Eliminierungen, Schadenkonditionen und Schilden, eben halt hier so auf dem Umhang überall drauf. Sieht aber auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes das maßgeschneiderte Messer. Dann haben wir als nächstes den Klebeauftragte Skin mit dem Glücksklee Backpack, dann den Chance Skin mit den Silberschlägerspitzhacken, den Sergeant Grünklee Skin, dann den Glücksraser, die Glücksmuster Lackierung, dann die Goldtopf Spitzhacke und die Smaragd Axt Spitzhacke noch und dann zu guter Letzt die den Dublon Regen Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.